Willkommen im Leben hat lediglich eine Staffel mit 19 Episoden vorzuweisen. Doch die im Jahr 1996 erstmals in Deutschland ausgestrahlte Serie ist dennoch längst Kult. Das ist nicht zuletzt Hauptdarstellerin Claire Danes zu verdanken. Was sie und ihre Co-Stars nach dem Ende von Willkommen im Leben gemacht haben, seht ihr jetzt. Bleiben wir bei Claire Danes, die für ihre Rolle als Angela Chase in Willkommen im Leben sogar mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Ein Jahr nach dem Serienende sah man sie im Film William Shakespeares Romeo und Julia, der ihren internationalen Durchbruch bedeutete. Es folgten diverse andere Streifen, doch so richtig erfolgreich wurde sie erst wieder in den 2010ern. Der Film Du gehst nicht allein brachte ihr einen weiteren Golden Globe sowie diverse andere Awards ein. Ihre wohl bekannteste Rolle übernahm sie 2011 in der Serie Homeland. Auch für diesen Part konnte sie weitere Golden Globes und zahlreiche andere Award-Nominierungen einkassieren. Neben ihrer Schauspielkarriere absolvierte Claire ein Studium und bekam 2015 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Privat ist sie seit 2009 mit Hugh Dancy verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Weiter geht es mit Devon Gummersall, der in Willkommen im Leben Brian spielte. Er übernahm über die Jahre hinweg in zahlreichen Serien kleine Rollen, darunter Monk, Castle oder auch 24. Zudem arbeitete er als Regisseur und Drehbuchautor weiter. Zuletzt sah man Devon in einigen Episoden von The Last Ship. Wilson Cruz war in Willkommen im Leben als Ricky mit von der Partie, dem ersten offen schwulen Jugendlichen in einer TV-Serie. Auch heute noch bezeichnet er die Rolle als seine wichtigste. Karrieretechnisch blieb auch er überwiegend den Serien treu und war vor allem 2017 prominent in Tote Mädchen lügen nicht sowie in Star Trek Discovery vertreten. Mehr zu den anderen Willkommen im Leben Stars erfahrt ihr im zweiten Teil unseres Videos.